Segle nach Nassau. Leb dein Leben, wie du willst. Habe ich nicht gehört, dass es in Nassau vor Piraten wimmelt? Das klingt irgendwie schäbig. Nicht schäbig. Befreit. Oh Gott. Das wäre ein Abenteuer. Aber nein, nein. Ich bin Ehemann und Vater und trage große Verantwortung. Das Leben ist mehr als Freude und Ablenkung, danke. Hey, Bonnet. Ich heiße Edward in Wahrheit. Duncan ist nur ein Deckname. Ah. Ein geheimer Name für euer Geheimtreffen mit dem Gouverneur. Der Gouverneur, ja. Ich glaube, ich ließ ihn lange genug warten. Desde el año pasado que salí de la local.
Miriam. Rapat pekatun. Bin si Perez. ¿Dónde estabas destinado antes de venir aquí? Va a ser mi último servicio durante un tiempo. Por aquí no se puede husmear. Si tienen intención de comprar. ¡Venga, pues! ¡Un blanco claro! ¡Blanco claro! ¡Es un tipo de santidad! ¡Te vas a perder! Buenos días. Duncan Walpole aus England. Ich will zum Gouverneur. Ich glaube, er erwartet mich. Sí, señor Walpole. Entre, por favor. ¿Ese es el hombre? ¿Cómo lo llamabas? ¿Asesino? Sí, Duncan Walpole. Debería haber llegado hace muchos días. No me gusta que los extranjeros se paseen por nuestra ciudad. No me fío de ellos. Cállate. El gobernador tiene invitados. Todos franceses e ingleses. Parece un hombre rudo. Le suponía un aspecto más respetable. Llévame ese en alta mar. Sé indulgente con él. Guten Morgen, Sir. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr Duncan Walpole seid? Der bin ich. Das dachte ich mir. Woods Rogers. Eine Ehre. Ebenso. Ich muss sagen, meine Frau ist keine gute Beobachterin. Verzeihung. Mein Weib. Ihr traf sie vor einigen Jahren beim Maskenball der Percys. Ah, nun. Sie nannte euch teuflisch gut aussehend. Offenbar eine Lüge, um mich eifersüchtig zu machen. Julien, unser Ehrengast ist eingetroffen, Mr. Duncan Walpole. Julien Ducasse, ich hoffe, euer Übertritt in unseren Orden ist aufrichtig. Ich schätze die Assassinen nicht, doch Lügner noch viel weniger. Ich kam nicht her, um zu enttäuschen. Wie wär's mit etwas Sport, Duncan? Der alte Mann ist noch nicht bereit für uns. Ihr habt meine besten zwei Paare baugleicher Pistolen, Duncan. Seid bitte vorsichtig damit. Hätte ich acht, würde ich sie wie meine Söhne behandeln. Verschießt ein paar Kugeln, wenn ihr mögt. Entwickelt ein Gefühl. Ich kämpfte einst mit einem Mann, der 9 Pistolen bei sich trug. Sie waren durchschlagend im Kampf, doch hinderten sie ihn am Schwimmen. Leider. Hört, hört.
durch, was? Ich warte auf den Tag, an dem ein Schatz hier Kugeln fasst und nicht andersherum. Ich soll einen englischen Freund von mir treffen, Julien. James Puckle. Er arbeitet an etwas Außergewöhnlichem. Magnifique! Genug der Mußestunden, Duncan. Bereit für eine Herausforderung? Duncan, wo sind eure Klingen? Nie war jemand schlechter ausgerüstet als ihr. Ah, beschädigt leider. Nicht mehr zu retten. Aha. Trefft eure Wahl. Wo habt ihr die alle gefunden? Ich habe sie nicht gefunden. Ich nahm sie. Es sind Souvenir. Zwei Klingen. So will es der Brauch, Oui. Brauch, ei. Duncan, wärt ihr so freundlich, uns eure Techniken zu demonstrieren? Nun, ich... Ihr müsst. In Erwartung eurer Ankunft haben wir einen kleinen Übungsparcours vorbereitet. Es wäre schade, abzureisen, ohne euch in Aktion zu sehen. Ja, natürlich. Ich meine, wenn die Zeit es erlaubt, zeige ich euch alles, was ich weiß. Ihr, seht ihr? Perfekt auf euch abgestimmte Situationen. Legt los! Die Klinge in der Menge ist das Einfachste. Nichts Grandioses. Nur schnell und sauber. Zeigt uns noch eine Technik. Recht einfallsreich, Heuhaufen als Deckung zu nutzen, meint ihr nicht? Genau, das ist der Punkt. Geheimhaltung. Das Überraschungsmoment ist von allergrößter Bedeutung. Ist es nicht so? Vor allem an uneinsehbaren Ecken. Meiner Treu, ein cleverer Trick. Neben ihrer offenkundigen Wirksamkeit sind Luftattentate von poetischer Schönheit. Magnifique. Besteht auch die Möglichkeit, den Todesstoß im vollen Lauf auszuführen. Mon Dieu, welch unwiderstehlicher Hieb. Wunderbar. Die Assassinen haben euch gut ausgebildet. Ihr habt ihnen im rechten Moment den Rücken gekehrt. Das war riskant, schätze ich. Die Assassinen zu hintergehen kann äußerst ungesund sein. Und Schnaps zu trinken ebenfalls. Doch einige Risiken nehme ich gern in Kauf. Und was ist euer Anliegen hier, Sir? Seid ihr ein Mitarbeiter des Gouverneurs oder ein fast Bekannter wie ich selbst? Gewehre, Klingen, Kanonen, Granaten. Alles, was einen Mann töten kann, liefere ich euch mit Freude. Also eine Art Schmuggler. Und wie geht es eurem Weib der Zeit, Captain Rogers? Ist sie hier? In Havanna? Es wird ihr gut gehen, auch wenn ich es nicht weiß. Ich war über 14 Monate in Madagaskar, Piraten jagen. Es war mühsam, die Schurken von dort zu vertreiben, doch wir schaffen es. In Zukunft gedenke ich, dieselbe Taktik in der Karibik einzusetzen. Und wie wurdet ihr mit ihnen fertig? Das war nicht schwer. Viele Piraten sind nicht klüger als Affen. Ich ließ ihnen einfach die Wahl. Das Pardon annehmen und arm aber frei nach England zurückkehren. Oder auf der Stelle gehängt werden. Ah. Dann könnte Nassau euer nächstes Ziel sein. Wie scharfsinnig, Duncan. Jawohl. Na dann viel Glück.
Großmeister Torres, Mr. Duncan Walpole ist eingetroffen. Sie. Ihr wurdet vor einer Woche erwartet. Verzeiht, Gouverneur. Es gab einen Überfall durch Piraten. Wir wurden versenkt. Ich traf erst gestern hier ein. Bedauernswert. Verzeiht meine Vorsicht. Doch konntet ihr das vor diesen Piraten retten, was ihr mir versprochen habt? Ja, Sir. Konnte ich. Incredible. Die Assassinen haben mehr Ressourcen, als ich gedacht hätte, jedoch. Nicht genug, um uns abzuschrecken. Ich freue mich sehr, euch endlich zu treffen, Duncan. Höchst willkommen. Kommt, meine Herren, wir haben viel zu besprechen. Endlich beisammen. Und in solch kontinentaler Gesellschaft. England, Frankreich, Spanien, die Bürger trauriger und korrupter Reiche. Doch nun seid ihr Templer, die geheimen und wahren Herrscher dieser Welt. Bitte, streckt eure Hände aus. Verinnerlicht und achtet unsere Absichten. Führt alle verirrten Seelen, bis sie auf dem rechten Weg sind. Leitet alle verirrten Triebe, bis die Leidenschaft sich abkühlt. Lenkt alle verirrten Geister zu sauberen Gedanken. Im Lichte des Vaters des Verstehens. Lasst uns zu Werke gehen.